Was Deutschland genau ist, war im Spätmittelalter noch nicht abgegrenzt. Der Begriff Regnum Teutonicum existierte schon lange. Erstmals war dann 1474 vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation die Rede. Für die Zeitgenossen war es das größte Reich Europas, da auch Burgund und Italien dazu gehörten. Charakteristisch ist, dass die meisten Nachbarfürsten Territorien im Reich besaßen. So gehörte im Norden Schleswig zu Dänemark, der dänische König hatte aber auch Besitzungen in Holstein. Territorien im Westen, wie das Herzogtum Brabant, die Grafschaft Hennegau oder Flandern, waren französische Lehensherrschaften im Reich. Das Herzogtum Burgund ist überhaupt ein Spezialfall. Es emanzipierte sich im 14. Jahrhundert vom Reich und von Frankreich. Die Königswahlen brachten es mit sich, dass zeitweise auch Ungarn unter der Herrschaft des römischen Kaisers stand. Dazu kommt in ganz Osteuropa eine deutsche Ostsiedlung in slawischen Territorien. Eines änderte sich im Spätmittelalter aber fundamental. Das universale Kaisertum war beendet. Der Herrscher konzentrierte sich zusehends auf das Regnum Teutonicum. 1273 wurde Graf Rudolf von Habsburg zum deutschen König gewählt. Damit endet das sogenannte Interregnum. Es ist eine Zeit, in der sich kein Kandidat, der gewählt wurde, durchsetzen konnte. Schon Friedrich II. Hatte mit Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland Gegenkönige. 1257 kam es mit Alfons von Kastilien und Richard Cornwall aus dem Haus Plantagenet zu einer Doppelwahl. Rudolfs erste Aufgabe war es, das entfremdete Reichsgut wieder zurückzubekommen. Das brachte ihn in Konflikt mit dem böhmischen König Przemysl Ottokar II., der Österreich, Steyr, Kärnten und Krain in Besitz nehmen konnte. Er kam 1278 bei der Schlacht auf dem Machfeld ums Leben. 1282 belehnte Rudolf seine Söhne Albrecht und Rudolf mit Österreich und Steyr, was die habsburgische Herrschaft im Osten des Reiches begründete. Das Herzogtum Kärnten kam 1286 an seinen Parteigänger Meinhard von Görz, der zusätzlich zur Grafschaft Görz schon im Besitz der Grafschaft Tirol war. Nach Rudolf folgten weitere kleine Könige, wie sie genannt werden, die ebenfalls keine Kaiserkrönung erreichten. Adolf von Nassau von 1292 bis 1298 und Albrecht I. von 1298 bis 1308. Er wurde von seinem Neffen Johann ermordet, dieser erhielt deshalb den Beinamen Parizider. Mit Heinrich VII. Aus dem Hause der Luxemburger wurde der Grundstein einer neuen Königsdynastie gelegt. Mit Hilfe seines Bruders Erzbischof Balduin von Trier konnte er seinem Sohn Johann das Königreich Böhmen sichern, was zur neuen Machtbasis der Luxemburger werden sollte. Heinrich VII. Erreichte 1312 nach fast 100 Jahren wieder eine Kaiserkrönung in Rom. Er starb in Italien 1313 und wurde in Pisa beigesetzt.